Der Nachbau des Bundeswehr-Fallschirmspringermessers, angeblich, von der Firma Max Fuchs. Ich frage mich gerade, ob dieses Messer etwas taugt. Wenn dich das auch interessiert, dann bleib dran. Denn wir finden das jetzt gemeinsam raus. Hallo, willkommen, da ist der René Rossum vom Survival Show Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses MFH-Nachbaumesser vom Fallschirmspringermesser. Aber ich möchte dazu sagen, ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich komme nicht aus Deutschland, ich war nicht bei der Bundeswehr, also kann das nicht beurteilen, aber so wird dieses Teil gehandhabt. Und auf Instagram haben mich einige gefragt, was ich davon halte. Und wenn du mir auch auf Instagram folgen willst, gebe ich da unten den Link. Schauen wir es uns einmal an, bevor ich das jetzt einen Destruction-Test, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, also einen Belastungstest mache. So, Griffstück ist hier genietet. Da bin ich gespannt, ob das beim Hacken und beim Batonieren gut aushält. Die Verarbeitung ist okay. Ich meine, ich gebe nun den Link in meinen Shop, kannst du das anschauen oder auf Amazon. Es kostet jetzt nicht so viel, dass ich sage, das muss pipi-fein sein. Aber es ist in Ordnung. Dann hier, liegt gut in der Hand. Was man natürlich total am Wecker geht, ist diese Serrated-Klingen hier. Dann der Guard, Pariersteg, der geht da so runter. Der ist da recht spitz. Ja, also der ist da recht spitz, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, kann ich nicht beurteilen, ist aber so. Das Messer ist okay scharf. Dann die dazugehörige Lederscheide ist jetzt nicht so billig gemacht, dass ich gleich sage, man, das ist der billigste China. Drrr. Den Rest musst du unten hinschreiben, wenn du weißt, was ich meine, schreib hinten hin, was ich mit der Drrr meine. Es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht high quality. Wenn du mal in diesen Messerstil eintauchen willst, ist das eine Überlegung wert. Und jetzt höre ich auf, jetzt werden wir arbeiten. So, also das Messer ist unbenutzt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wenn ich da jetzt so reinhacke, vibrationsmäßig, ist das okay. Also es vibriert jetzt nicht allzu stark. Ja, das ist okay. So, ist recht kopflastig. Jetzt schauen wir mal. Okay. Also das merkt man schon. Also so zum Hacken, zum Hauen ist das durchaus brauchbar. Da gibt es mal gar nichts. Gut, ist in Ordnung. So, dann machen wir einen kleinen Schnitztest. Also mit den Serrated brauche ich es jetzt eigentlich nicht machen, wobei das ist auch okay. Also recht scharf ist es nicht. Also, da muss ich jetzt sagen, also entweder habe ich von einem Tag auf den anderen verlernt, wie man das macht, was natürlich sein könnte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, na. Also schneiden tut es nichts. Also wenn du sagst, ich möchte mit irgendwas schnitzifizieren, dann kannst du das vergessen. Aber das ist cool. Also das macht auch richtig Spaß beim Arbeiten, muss ich sagen. Das macht Spaß. Gut, jetzt bin ich nur gespannt, ob dieser Holzgriff, der da anbaut ist, weil das ist, finde ich, die Schwachstelle bei der ganzen Geschichte, weil dass das jetzt da bricht oder dass das kein Full-Tang wäre, von dem gehe ich jetzt einmal nicht aus, dass das von beiden Seiten gesteckt ist, das glaube ich nicht. Aber mich interessiert, wenn ich da jetzt ein bisschen wilder arbeite, ob das nachgibt. Buchenscheid mit einem kleinen Astal eingearbeitet. So. Schauen wir mal. Also ich bin wirklich gespannt. Ob das nachgibt. Also momentan noch nicht, ja? Scheint solide zu sein. Problem ist nur, dass ich hier ein wenig übernommen habe. Nein, okay. Ich würde, wenn du das wirklich zum Batonieren verwendest, nicht da hinten draufschlagen. Das glaube ich ist nicht gut. Weißt du, warum ich da jetzt so erpicht drauf bin und sage, ich möchte das wissen? Weil mir das nicht bei diesem Messertyp, sondern bei einem anderen, das war auch irgendein China-Hersteller, und da ist mir das passiert, dass das runtergegangen ist. Und da will ich jetzt wissen, ob das bei dem auch passiert. Nein, bis jetzt ist noch alles in bester Ordnung. Ich komme jetzt zwar nicht weiter, was ein bisschen blöd ist. Ja, natürlich, weil da ist alle zuschauen, aber das ist einmal in Ordnung. So. Da mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Leider, leider, leider. Jetzt probiere ich noch mit einem Eschenstück. Das hier durchkriege. Jetzt komm. Zucker. Haxen. Ja, nie aufgeben. So, war aber nicht einfach. Gut. Ist das jetzt irgendwie locker oder so? Nein, überhaupt nicht. Sitzt immer noch straff. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es sich im Langzeittest verhält. Aber für den kurzen Test hat es einmal gereicht. Also, ich werde es in einen Langzeittest aufnehmen. Das ist ganz, ganz einfach so. Ich werde jetzt einfach so ein Trainings mitnehmen und ein bisschen zum Hacken verwenden und auch bei den Leuten ausgeben. Kurzes Fazit. So. Also, zum Schnitzen ist das überhaupt nichts. Das ist nicht scharf, ab Werk. Da muss man nacharbeiten, aber ich mutmaße, böswillig wie ich bin, dass sich das nicht Rasiermesser scharf machen lässt. Das glaube ich nicht. Hacken, es liegt wirklich schön in der Hand. Also speziell kann man auch einen Fangriemen hier hinten einbauen. Also das ist wirklich, das ist nett. Also da tut sich auch was. Und das mit den Griffschalen, das hat mich jetzt positiv überrascht. Ich habe nämlich wirklich geglaubt, dass es abgeht, aber das ist nicht der Fall. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und ja, wieder berichten. In einem Jahr ungefähr. Also lass ein Abo da, wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist. Das lohnt sich. Insgesamt vom Stil her natürlich kann man schön nehmen. Und schreib mal auch, ob das wirklich das wahre Bundeswehrmesser ist oder der Nachbau davon. Das würde mich auch noch interessieren. Feuerstahlbedienung ist definitiv möglich, weil der Klingenrücken hier hinten nicht bearbeitet wurde. Also der ist noch immer schön. Der ist noch schön scharf. Also Feuerstahlbedienung, das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was mich wirklich stört, das ist einmal das hier mit dem Serrated, aber das ist einfach so bei diesem Fallschirmspringermesser. Und auch ja, dieser Pariersteg, der ist unangenehm, weil der ist genau an einer Stelle. Aber das ist halt eigentlich kein Bushcraft-Messer, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Max Fuchs Nachbau hältst. Insgesamt, was du von diesem Messerstil hältst und natürlich auch, ob das wirklich echte oder ein Nachbau ist, ob das Bundeswehr-Fallschirmspringermesser wirklich so ausschaut. Schreib mal was, das würde mich interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, Link dahin, die kriegst du hier und unten in der Beschreibung ein Abo dalassen. Ein anderes Video. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst, der Reini Rossmann. Bis bald und ciao.